Bei Kassel-Calden im Ortsteil Fürstenberg ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen, wobei auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt wurde. Eine Anwohnerin meldete gegen 12.45 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem im Haus integrierten Garagen. Ja, wo die ersten Einsatzkräfte hier eintrafen, brannte das Gebäude in der unteren Etage und es zog Rauch aus allen geplatzten Fenstern und aus dem Garagentor. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, der im hinteren Bereich der Garage auftrat, kam es zu dem Brand. Um die genaue Ursache zu ermitteln, wurde das Kommissariat 11 der Kripo Kassel eingeschaltet. Die Feuerwehr musste das Garagentor am Haus entfernen, um sicherzustellen, dass es keine verdeckten Brandnester mehr im Deckenbereich gibt. Nach ersten Erkenntnissen erstreckte sich der Brand nur auf den unteren Bereich des Hauses. Allerdings wurde im darüberliegenden Stockwerk eine Panoramafensterscheibe durch die Hitze zerstört. Die Höhe des Sachschadens konnte abschließend noch nicht genau bestimmt werden, jedoch soll der Schaden mindestens 50.000 Euro betragen.